Moin Moin, hier ist der Paddy von 1972.de. Heute möchte ich euch mal wieder ein bisschen was zum Thema Lightroom erzählen und speziell heute geht es um die Version Lightroom 4 und dort das neue Entwickeln-Modul. Wir steigen gleich mal ein. Ihr seht hier ein Foto, was ich vor kurzem auf Mallorca gemacht habe. Leider nicht meine Hütte. Ja, schön wär's. Aber ihr seht, das Foto ist halt sehr kontrastreich. Hier am Haus scheint die Sonne drauf, da brennt es also fast aus. Und hier vorne die Schattenbereiche mit dem Rasen, die sind also schon sehr dunkel. Aktuell habe ich dieses Bild noch auf der alten Lightroom-Version. Das sieht man auch daran, dass hier unten dieses kleine Ausrufezeichen ist. Wenn ihr da draufklickt, dann fragt euch Lightroom, ob ihr die Prozessversion aktualisieren wollt. Ich sage jetzt einfach mal aktualisieren. Und jetzt springt Lightroom auf die neue Version um. Ich schalte aber noch einmal zurück. Das geht hier unter Kamerakalibrierung, damit ihr ganz einfach mal seht, was sich getan hat. So in der alten Version, so wie ihr es kennt, da hatten wir hier die Regler Belichtung wiederherstellen, Auffälllicht und Schwarz. Außerdem Helligkeit und Kontrast. Komischerweise waren die auch alle auf irgendwelche seltsamen Werte eingestellt. Also Schwarz war immer auf 5, Helligkeit auf plus 50, Kontrast auf plus 25. Das hat ja angeblich irgendwelche historischen Gründe. Ich kann sie euch nicht erklären. Man hatte sich daran gewöhnt, aber so richtig logisch war das nie. Wenn ich jetzt mal auf die neue Version umschalte, dann seht ihr, dass erstmal alle Regler in der Mitte stehen und alle Regler bei 0 sind. Außerdem haben sich ein paar Regler geändert. Wir haben nicht mehr wiederherstellen und Auffälllicht. Stattdessen haben wir hier Lichter, Tiefen, Weiß und Schwarz. Und das ist meiner Meinung nach deutlich logischer als in der alten Version. Denn im Grunde genommen ist damit einfach das Histogramm in vier Teile geteilt worden. Und zwar haben wir einmal Weiß und Schwarz. Das sind die beiden äußersten Bereiche. Ihr könnt das auch sehen, indem ihr mit der Maus oben über das Histogramm fahrt. Also jetzt bin ich hier im linken Bereich des Histogrammes. Das ist Schwarz. Der rechte Bereich des Histogrammes ist weiß. Wenn ich jetzt ein Stückchen weiter nach links fahre, dann seht ihr, dass dieser Bereich die Lichter sind. Und von der anderen Seite haben wir hier die Tiefen. Das heißt, das sind die beiden Bereiche, das sind die dunklen Bereiche hier und das sind die hellen Bereiche. Und in der Mitte haben wir die Belichtung. Das heißt, darüber kann ich also nochmal die komplette Helligkeit des Bildes steuern. Jetzt kann ich natürlich hergehen und könnte hier erstmal überlegen, die Belichtung anzupassen. Ist allerdings keine so gute Idee, denn wenn ich jetzt mal hier zum Beispiel die Belichtung ganz runterziehe, dann seht ihr, dass ich zwar genug Zeichnung in das Haus reinbekomme, also das RAW-Bild hat hier auf jeden Fall genug Informationen, aber natürlich wird es hier unten im Rasenbereich sehr, sehr dunkel. So, jetzt kann ich in die andere Richtung gehen und könnte natürlich versuchen, diesen Rasenbereich aufzuhellen. Ja, und ihr seht, was passiert. Also die Belichtung ist halt so, als wenn ich in der Kamera länger belichte oder kürzer belichte. Das komplette Bild wird heller oder dunkler. So, und jetzt kann ich aber hergehen und kann einfach diese einzelnen Bereiche über meine Regler heller oder dunkler ziehen. Und ich fange einfach mal an hier in diesen hellen Bereichen. Das heißt, speziell konzentriere ich mich hier auf diese helle Fläche an dem Haus, also das, was hier direkt von der Sonne angestrahlt wird. Und ich schaue mir mal das Histogramm an und ich sehe also, dass ich hier ein bisschen Ausschlag im Weißbereich habe und nicht ganz so viel in den Lichtern. Ihr könnt übrigens direkt im Histogramm jetzt ziehen. Dann bewegen sich die Regler oder ihr nehmt hier unten die Regler und zieht da dran. Also das ist egal. Das Gute ist, immer wenn wir nach links ziehen, wird es dunkel. Immer wenn wir nach rechts ziehen, wird es heller. Früher war es halt so, Schwarzregler, wenn man den nach rechts gezogen hat, dann wurde es dunkler. Wie gesagt, man hat sich an alles gewöhnt, aber jetzt ist es logischer. Gut, und ich schaue einfach mal, was haben wir denn hier im Weißbereich. Und ich ziehe dort einfach mal so ein bisschen Weiß runter. Und damit seht ihr, kriege ich also schon ein bisschen mehr Zeichnung rein. Das heißt, speziell hier oben an diesem Fensterladen, da kommt jetzt ein bisschen Zeichnung rein. Insgesamt ist mir der Bereich aber noch zu hell, deshalb ziehe ich die Lichter einfach mal ein bisschen runter. Und ihr seht, das Haus hat sogar eine Farbe. Vorher war da alles weiß. So, und ihr seht, jetzt habe ich also hier wirklich sehr schön Zeichnung in dem Haus und hier das Blau im Himmel kommt nochmal deutlich weiter schöner hervor. Jetzt kann ich natürlich hier vorne noch diesen Rasenbereich aufhellen und das geht, wie ihr wahrscheinlich schon denkt, genau mit den anderen Reglern. So richtig tief schwarz scheint das hier alles nicht zu sein, also nehme ich einfach mal die Tiefen. Das sind halt die dunklen Töne und mache das einfach mal so einen Tacken heller hier. So, ja. Sehr schön hell. Das Problem ist natürlich, dass das Ganze jetzt so langsam etwas flau aussieht. Das heißt, im Bild geht ein bisschen Kontrast verloren und das sieht aus, als wenn das so ein bisschen HDR-mäßig wäre. Und aus dem Grund ziehe ich also jetzt schwarz wieder runter, weil ich möchte ja gerne ein bisschen schwarz im Bild haben. Ich finde das eigentlich ganz schön, wenn wir schwarz drin haben.
So, und das Bild bekommt ein bisschen Kontrast, beziehungsweise kann ich jetzt auch noch mal schauen. Naja, den Weißpunkt verschieben bringt jetzt nicht viel, aber was ich natürlich machen kann, ist einfach mal den Kontrastregler ein bisschen nach rechts. So, hier. Und schon sieht das ganz anständig aus. So, ich kann jetzt mal vorher, nachher machen. Das ist vorher und das ist nachher. Geht übrigens mit der Tastenkombination Shift-S. Vorher, nachher. Ja, das ist es im Großen und Ganzen schon. Was mir persönlich aufgefallen ist, der Klarheitregler ist deutlich besser jetzt zu benutzen. Also da lief man ja in Lightroom 3 immer so ein bisschen Gefahr, dass sich gleich so komische Halo-Effekte gebildet haben. Das geht hier jetzt deutlich besser, gerade bei so einem Bild. Da holt man natürlich deutlich an Struktur, an Knackigkeit raus. Also wenn man hier jetzt Klarheit aufzieht, ich übertreibe es mal extra ein bisschen, das ist natürlich schon sehr viel, aber ihr seht, auch wenn das natürlich ein bisschen extrem aussieht, ist diese Halo-Effektbildung lange nicht so krass, wie das in Lightroom 3 der Fall war. So, wenn man hier so ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen Klarheit damit reingibt, dann kriegt das Bild halt so ein bisschen Pep. So, vorher, nachher. Und ich finde, da kann man schon einiges mitmachen. Also natürlich konnte man diese Sachen auch vorher mit Lightroom 3 machen. Was einige natürlich bemängeln werden, vorher ging vieles einfach mit Auffälllicht. Also da hat man zum Beispiel einfach den Auffälllichtregler nach rechts gezogen und dann wären also diese dunklen Bereiche hier alle schön aufgehellt worden. Jetzt kann es halt sein, dass man teilweise mehrere Regler bewegen muss, ne? Also gerade hier diesen tiefen Regler, den musste ich halt ganz weit nach außen ziehen und da muss man halt teilweise nochmal am Schwarzregler. Also das ist, ja, man muss manchmal einen Regler mehr ziehen, aber im Großen und Ganzen finde ich, ist halt die Steuerung deutlich feiner und deutlich sensibler geworden. Und ich muss gestehen, dieser Bereich hier, also gerade diese Grundeinstellung, das ist bestimmt, ja, ich weiß es nicht, aber 70, 80% meiner Arbeit in Lightroom. Das heißt, da werden die Bilder im Grunde genommen optimiert, natürlich zusammen hier oben mit den Reglern für den Weißabgleich. Ja, das war's auch schon. Mehr wollte ich euch nicht zeigen. Jetzt habt ihr einfach mal einen ganz schnellen Einstieg in das neue Entwickeln-Modul gefunden. Ich persönlich finde es sehr gelungen. Vielen Dank, Adobe, dafür. Vielen Dank auch dafür, dass ihr den Preis gesenkt habt. Meine Tutorials kosten gar nichts. Ich sage danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.